So, Freunde, eigentlich hatte ich ja vor, richtig schön mit Stativ zu drehen, aber das Problem ist, oh, guck mal hier, Mikey hat da hinten Besuch. Problem ist, der Schlüssel, wir haben den falschen Schlüssel mitgenommen. Ergo muss der Achtung mal wieder improvisieren und baut sich ein Stativ in Stein gemeißelt. Wie in Stein gemeißelt. So, also, ich denke, das genügt aber auch, oder? So, da mein Beton und alles an Feuerholz in der Hütte drin ist, muss ich mich mit dem begnügen, was ich habe. Denn wir haben Sonntag und ich will das Messer eigentlich morgen schon wieder wegschicken. Und ja, da habe ich halt Pech gehabt. Also schneiden tut es wirklich toll. Kann ich dir anders sagen. So. Sieht man besser? Okay. Sieht man besser. Mal quer batonieren. No, also mal gucken. Welche Spuren? Ausbrüche. Sehe ich immer zu, dass ich die mit dem Nagel erfülle. Weil wenn nämlich ein Ausbruch ist oder der gerollt ist, bleibst du mit dem Nagel hängen. Dann ist nichts. Na? So. Also normalerweise würde ich auch nicht hingehen und würde so mein Messer batonieren, wenn ich das quer durchs Holz treibe, sondern wirklich so. Praktisch so ein bisschen Beaver Chewing. Also drumherum knabbern wie ein Biber. Ja. Ja, normalerweise reicht das dann schon, um das zu zerbrechen. Das war aber eben nur zu Demonstrationszwecken so von mir batoniert worden. Also es beißt sich wirklich hervorragend durchs Holz. Ja, mal der Länge nach batonieren, das ist natürlich jetzt nicht das dickste Holz überhaupt. Ja. Das ist aber wirklich kein furztrockenes oder ganz nasses Holz. Das ist also praktisch schon ein bisschen abgelagert. Ich hatte ja schon im Eingangsvideo gezeigt, dass man damit auch fantastisch Löckchen machen kann, ne? Um ein Feuer zu starten. Jetzt gibt es natürlich auch welche, die sagen, gut, ein Messer muss auch einen Zündstall anreißen können. Ja. Das hier ist jetzt der Light My Fire 2.0, wo ich dann zu sagen muss, ich bin kein Survival-Jünger. Ja. Ich würde auch sag mal, von einem Messer sowas nicht verlangen können, wenn man an einem Zündstall schon etwas zum Anreißen des Stahles dabei ist. Warum sollte ich dann das mit dem Messer machen? Meiner Meinung nach ist das zu nicht akkurat genug. Wenn wir mal hier gucken, was man hier für eine Löckchen herstellen kann. Ja, ist das nicht akkurat genug? Gast hinten in der Hütte, der kleine Nils, heute als Polizei verkleidet. Weil wir haben ja Karneval. Ja.
Übrigens, die meisten gehen immer hin und ziehen den dann so richtig schön ab. Also manche machen so. Ja. Ich würde eher so machen. So. Hubschrauber. Also ich glaube jetzt kaum, dass ich hier mit dem Holz ein Feuer gestartet bekomme. Also ich bin mir praktisch nicht sicher. Ich habe aber jetzt nicht großartig vorbereitet, ne? Sonst wäre das eine andere Sache. Sind die jetzt durch die Tür? Das Tor? Abgedüst? Sind die abgedüst? Ne? Okay. Ha? Gut. Okay. Also, wie der Dennis ja sagte, hinten ist es schwierig, ist es auch. Ja? Hier vorne ist es einfacher, also würde ich den Zündstall auf das zu entzündende Material geben. Ja, klimmt schon. Wie gesagt, das ist ja auch jetzt nicht gerade unbedingt Ziel oder Sinn und Zweck der Sache, dass ich hier ein Feuer entzünde. Aber es geht, dass ich den Zündstall damit anreiße. Ja, klimmt auf jeden Fall schon, wie man sehen kann. Muss ich jetzt so ein bisschen bearbeiten, also so ist es nicht. Also auf diese Aufgabe beherrscht es. Hinterlässt halt nur Spuren auf dem Klingenrücken. Und der Dennis hat uns ja praktisch einen Freifahrtschein gegeben, mit dem Messer zu machen, was wir wollen. Also Dennis, wenn du das Messer zurückbekommst, das hat schwer gelitten. Ich habe jetzt 2 Tage damit schon gespielt, praktisch. Aber ich denke, großartige Holzbearbeitungstests muss ich jetzt nicht mehr zeigen. Das hat der Siki ja schon gezeigt. Also mache ich das, was ich immer gerne mache. Ich benutze das gleich in der Küche. Ja. Aber es macht echt viel Spaß, mit dem Messer zu arbeiten. Komm her, Bexer. Komm her, Kumpel. Komm her. Gauner. So. Mal gerade meinen Gast hinter der Hütte fragen. Nils, wie alt ist der Dexter? Eins. Mal gucken. Na, der Billy ist schon was älter, den haben wir ja schon über ein Jahr. Also im Prinzip muss ich da gar nicht mehr großartig beweisen, was man mit dem Messer alles kann. Das Batonieren. Viele Jungs stehen ja drauf. Ja? Männer batonieren eben. So, Achtung. Fliegt einfach so weg. Und dann ist, wie man sieht, dieses Beat Blasted scheint beeindruckt zu sein vom Batonieren. Dennoch kann man hier immer noch schön arbeiten. Trotz dass ich schone das Messer nicht. Ist ja logisch. Man sollte auch sein Messer nicht schonen. Ja? Weil dafür ist es da. Ist ja keine Safe Queen. Hier nochmal zum Vergleich. Dem Schnorris, das Messer vom Schnorris, das Mustache.
Ne? So, ich denke mal, outdoormäßig habe ich gezeigt, dass eigentlich die ganz normalen Arbeiten mit dem Root 2.0 durchzuführen sind, aber auch eben mit dem Mustache. Das ist ein tolles Messer. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach Hause, ab in die Küche. Ein bisschen schnibbeln, ne? Also, bis gleich. So, jetzt sind wir in der Küche. Dann mal zu zeigen, wie es als Food Prep Messer geeignet ist. Nehmen wir einfach mal eine Karotte. Hier, wie dünn der schneiden kann. Funktioniert der Fokus oder nicht? Da. Ja, Dennis, wie du siehst, hat gut gelitten die Klinge. Ja. Anständige Scheiben sind es, das auf jeden Fall. Mit Zwiebeln, mal gucken, ob es dann anläuft. Könnte durchaus passieren. Aber du hast ja gesagt, du willst Gebrauchsspuren haben. Wie du siehst, das hat auch vom Anreißen vom Zündstall doch einiges abbekommen. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ja. Und heute gibt es Spaghetti Bolognese. Deshalb gibt es auch heute Zwiebeln und Karotten, weil in der anständigen Bolognese sind Zwiebeln und Karotten. Alles klar? So. Also, lässt sich auch in der Küche mitarbeiten. Praktisch, wenn du draußen bist, dann willst du draußen was zu essen machen. Klar. Ja, also auch im Küchenbereich gut zu gebrauchen. Finde ich prima. So, mal schnell die Kamera umschwenken. Moment. So, also mit dem Root 2.0. Richtig gutes Messer. Gefällt mir sehr gut. Frau Brehm, werkelt, macht und kocht. Und ich gönne mir noch ein bisschen Gemüse. Und Zwiebel pur. Schmeckt auch prima. So. Vielen Dank, dass ich es testen durfte. Kommt aber noch ein Video. Da habe ich ja schon abgedreht. Übrigens, das Schnibbeln-Video habe ich gerade eben mit so einem Hängestativ gemacht. Oder vielmehr, ja, Handyhalter praktisch. Hallo, sexy Frau. So. Also. Danke, dass ich es testen durfte und ich freue mich schon auf meine Ausgabe mit den roten Linern und dem hochgezogenen Flachschliff. Danke allen fürs Zuschauen. Tschüss, Matjot. Schwenkt tot. Ja.